Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hearthstone-Video. Und gleich ist es soweit, gleich kommen wir auf die vollen Server von Hearthstone. Und was hat es zu bedeuten? Natürlich nur eins, es ist wieder eine neue Erweiterung wieder aktiviert worden. Und gerade sind die Server echt überlastet. Ich hatte jetzt gerade 8 Minuten warten müssen, bis ich auf den Server kam. Ich war vorher eigentlich schon mal drin, hab dann gedacht, ja, startet man die Aufnahme, dann ist das Spiel gecrashed. Und jetzt warte ich darauf, dass ich dann wieder eintreten kann. Also das Haus hat noch gepocht, das heißt eigentlich, wir sind am Eintreten, aber die Server müssen echt überlastet sein. Ich gehe davon aus, dass wir auf kurzem das hier... Genau, Hexenwald. Also ja, das... So, gut. Der Hexenwald ist eingetroffen. Was? Wie neu starten? Hä? Das war ein lustiges Symbol, habe ich noch nie gesehen. Wir versuchen gerade das Buch zu öffnen. Und wir haben einige Booster, die wir öffnen möchten zusammen. Und wir machen das dann gleich noch anders. Ich werde jetzt gleich noch weitere Booster kaufen, auch zur Feier des Tages. Ich habe gerade heute echt Lust dazu. Daher habe ich mal richtig auf den Sack und werde jetzt mal richtig mal was mich kosten lassen. But. Okay, das Jahr des Mammuts ist vorüber. Und es kommt das Jahr des Rabens. Das habe ich ja bereits kennengelernt, genau. Das Jahr des Raben. Wie? Ah, okay, ja, klar. Letztens hatten wir das Mauerzeichen. So, Forst gehören jetzt zum wilden Format. Flüssener Götter, eine Nacht in Kasan, die Strafe von Gaddezan. Was? Wie, aber es war doch zwei... Ist es schon so alt? Hä? Eigentlich nicht, oder? Okay. Oh. Okay, Eisblock, nicht schlecht. Tausend Staub. Ja, okay. Ja, wir haben kein Standarddeck, ist so. Wir haben 74 Booster. Ich kaufe gleich nochmal, ja. Ich kaufe gleich nochmal, ja, Rollstein, das Stern, alles klar. Nicht, dass man hier mein Passwort sieht. Nochmal 70 Booster. 60 Packungen. Da machen einen riesen Opening. Mit euch zusammen natürlich. Und ich hoffe, ich habe danach vielleicht eine oder andere Legendäre. Ich grüße mal einen Schwaben. Vielleicht schaust du es zu. Und denkst jetzt, der Virus, der spinnt doch, 70 Euro für Packungen auszugeben. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, oder? Und ich habe wirklich gleich dieses Jahr nie noch kein Spiel wirklich gekauft. Daher habe ich gedacht, komm, du kannst mal was ausgeben für ein Spiel, das ja wirklich super ist. Okay, hat doch funktioniert. So, okay, zurück. 124 Booster und die öffnen wir zusammen. Viel Spaß. Fängt schon mal gut an. Finster Kanonenturm kann nicht angreifen, fügt jedes Mal einen zufälligen Feind 3 Schaden zu, die diesen Schaden erleidet. Oh, okay. Also er verteidigt sich auf gut Deutsch. Mein Gott. Okay. Wir haben viele Karten, die ich kenne. Ja, die Echo-Karten sind erneut. Das heißt, wenn ich jetzt diese Karte habe, kann ich die einem Zug so oft ausspielen, bis mir eigentlich das Mana nicht mehr reicht.
Also heißt, wenn man 10 Mana hat, kann man die Karte 5 mal ausspielen, rein theoretisch. Und das kann echt lustig werden, je nachdem. Eifer. Eifer weiß gar nicht, was das genau bedeutet. Eifer kann sofort Diener angreifen, okay. Das heißt, wir spielen Ansturm, aber halt nicht auf alle Ziele, sondern nur auf Diener, alles klar. Muss auch sein. Sehr gut. Am Ende des Zuges ziehen beide Spieler eine Karte. Na toll. Gut, das kann man vielleicht auch machen, um den Gegner überziehen lassen. Spott am Kampfschrei. Okay. Da bin ich gespannt, was für Decks da sich zusammenbauen lassen. Die ganz neuen Karten, wie eine Echo-Karte, ein Geister-Murlock. Okay, zwei Schaden zufügen und dann auch einen Dämonen decken. Ruf den Hexenmeister. Mhm. Okay, man kann die Heldenfähigkeit aktivieren, den spielen nochmal, okay. Weihwasser. Oh, was? Das ist auch cool. Man macht 4 Schaden und wenn man ihn tötet, dann kriegt man ihn auf die Hand. Das ist eine heftige Karte. Spott, Kampfschrei. Zerstört eure Totems. Erhält 2 für jede zerstörte Totem. Okay, der kann aber auch heftig werden. Alles klar. Ich habe noch nie so viele Booster zum Öffnen. Spockkarte, du. Ach du krass, 9 Rüstung, Leben. Das ist schon ein bisschen heftig, ne? Selten. Fügt eurem Helden zu Beginn eures Zuges einen Schaden zu. Warum soll das wollen? Okay, das ist eine Massenheilung für Priester. Okay, 5 Schaden zufällig. 5 Schaden für 3 Mana ist eigentlich noch ziemlich viel. Okay. Und den auf der Hand, da kann man ziemlich viele Diener rufen, sofern man Zauber spielt. Das ist halt eine Karte, ja, weil was wieder. So, wir haben Zeit für ein legendäres Video. Okay, war leider keine legendäre dabei. Gold und selten, nicht schlecht. Okay. Einige Karten. Natürlich gibt es dann auch wieder viel Staub, indem wir dann entsprechende Karten auch uns craften können.
Ork-Monstrität fügt allen anderen verletzten Dienern am Ende eures Zuges 2 Schaden zu. Selten, selten, selten. Sollte meinen, sie selten. Plus 2 Zauberschaden, ey. Wir haben immer 108 Karten, hallo? Ich glaube gerade, das ist das Spiel überlastet, das ist selber überlastet. Er hat vorhin hat gerade nicht reagiert. Ich denke, da werden so viele Leute jetzt gerade Booster am Öffnen sein. Neue Karten zu holen. Aber neue Karten, ich weiß gar nicht, wir haben ja noch ein bisschen Gold übrig. Aber ich werde wahrscheinlich eh hier auf dem Opening 2 Teile draus machen. Eine seltene Karte haben wir schon öfters gehabt. Oh, das heißt, wir haben über 5, wir haben sicher 600 Karten eigentlich neu. Ich muss eigentlich so stark rauskommen. So. Eine epische Karte und Geheimnis ruft ein Ratte 6-6 herbei, nachdem euer Gegner in einem Zug 3 Karten ausgespielt hat. Oh, okay. Und wir haben nur eine einzige legendäre Karte bekommen. Leben, ey. Wie heftig ist das, bitteschön? Lebenszug Eifer. Bauchleiter, also. Vor allem, wenn es auch so Karten sind, die zufällig Diener beirufen, können natürlich da auch Hexenwald-Diener. Anscheinend. Ich hole Spott, okay. Okay, die Dame in Weiß. Kampfschrei wirkt inneres Feuer auf jeden Diener in eurem Deck. Was, bitteschön? Wow, da muss man sich lauter Diener zusammenbauen, die, okay, die viel, viel Leben haben. Puh, nicht schlecht. Muss man echt mal fast ausprobieren dann, ne? Ah, da war der Elfer wieder. Ich wollte kurz noch lesen, was der genau Special hat. Ich denke, wir werden nochmal ziehen. Schon wieder war der da. Wir haben den schon mal zu Staubes verarbeitet. Ich erhalte eine zufällige Karte von der Klasse ESG auf die Hand. Was sogar Zauberkarten, die Echo haben, wie krass ist das, bitteschön. Oh, der ist aber heftig. Das kann bis zu 5 Schaden an alle Gegner. Oh, okay. Der ist krass, der ist krass. Boah, da kann man echt krasse Sachen hier zusammen dann.
einen Deal mit Eifer aus eurem Deck. Okay. Gerade geben wir nichts mehr. Gerade wieder belastet. Hallo? Hearthstone? Möchte ich meine Packung öffnen? Okay, gerade geht gar nichts. Sind Server abgestürzt? Wir haben zu viel Booster geöffnet auf einmal. Hallo? Ja. Öffne Kartenpackungen, ja. Ah, jetzt sind wir, okay. Okay, die Animationen sind weg. Wir sammeln, machen bis 75 Kartenpackungen. Oh. Was der Grauselhurz? Kampfschei, wiederholt alle anderen Kampfschei von Karten, die ihr in diesem Spiel ausgespielt habt. Was? Schamane, okay. Wow, man kann sich so coole Sachen machen. Ein Kampfschrei-Deck von Schamane. Kampfschrei hält Lebensentzug, wenn euer Held in diesem Zug Schaden erlitten hat. Okay. Mhm. Hübsche Karte. Okay. Okay. Doch, wollte ich sagen, jetzt. Ja, geht sie mal nicht. Ja, hallo. Ah, es geht wieder mal nix. Jetzt geht was. Jetzt haben wir Karten. Und eine Hübsche. Zieht jedes Mal einen Diener aus eurem Deck, wenn ihr einen Zauberobjekt. Okay. Hat sich aber auch schon mal. So. Okay, gut, okay. Und mit diesen Karten verlasse ich jetzt schon mal das Opening für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, schaltet unbedingt in die zweite Folge rein. Ich werde ein zweites Video machen mit den restlichen Karten. Und ich werde auch noch meine 360 Booster hier. Eben noch. Also, ja. Gold werde ich natürlich auch noch kurz verbrauchen. Jede Menge Karten kaufen. So, ihr seht schon, das funktioniert. Gut, okay. Mit diesen Worten verabschiede ich und bis zum nächsten Video. Bis dann. Bye bye.